Ich habe hier ein neues Buch, das ich vorstellen möchte, Japanisch in 30 Tagen. Das ist aufgebaut, ja, so reiseähnlich. Also zuerst Basics, dann kommt der Alltag, dann die Reise und dann Beruf. Und hinten ist dann der Anhang mit der Grammatik. Und es ist dann so aufgebaut, so die erste Lektion, da ist der Dialog auf, ja, Japanisch. Dann kommt Jumanji. Dann kommen drüben Fragen zum Text, Leseübungen und dann die Übersetzung. Auf der nächsten Seite ist der Lernwortschatz, die Vokabeln, dann kommen grammatikalische Erklärungen, die da jetzt in dem Dialog angefallen sind, und dann gibt es schriftliche Übungen und Hörübungen und Leseübungen. Und hier drüben gibt es dann Kulturtipps und so. Und hier kann man dann eintragen, wie man so in der Lektion gearbeitet hat, was man denn jetzt schon alles kann, was man eigentlich können sollte. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Lektion. Das ist A2. A2 ist schon etwas höher gestellt wie A1-Niveau. Deswegen ist da auch nicht mehr so viel übungsmäßig drin, wie jetzt zum Beispiel hier im Pons. Aber es ist trotzdem gut und eben nach den Themen Basics, Alltag, Reise, Beruf aufgeteilt. Das fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also wenn man jetzt über den Alltag sprechen möchte, sind so eben halt verschiedene Sachen oder speziell für die Reise Schilder und alles Mögliche. Gianni!